Kurt, der eigentliche Killiman. Hier auf dem Velo sehe ich wahrscheinlich noch 2-3 Jahre jünger aus als in Wirklichkeit. Vor 30 Jahren habe ich zum ersten Mal eine Gruppe auf Tansania geführt. Ja, das Kaiba Tansania. Warum gehe ich seit 30 Jahren dort runter und erlebe hunderte von Stromausfällen und komme immer wieder glücklich zurück? Irgendwie weiss ich es selber nicht. Darum muss ich wahrscheinlich immer wieder gehen. Aber sicher sind es die Leute und die schönen Landschaften. Die Leute einerseits, weil sie sehr einfach leben. Sie sind sehr grosse Improvisateure und sind immer fröhlich. Die Leute sind auch sehr interessiert, was wir machen. Das ist ihr Teil des Reisens. Sie können etwas von uns erfahren, wo sie sonst keine Möglichkeiten hätten. Wer schon mal in Tansania war, weiss, wie vielfältig das Land ist. Wir haben Tierparks, Steppen, Schneeberge, Regenwälder, Bananen, Kaffeeplantagen, Palmenlandschaften und das Meer. Das macht es sehr abwechslungsreich und wir haben alltag andere Landschaften vor uns. So kann man 2 Wochen verbringen und man hat das Gefühl, man sei 2 Monate unterwegs gewesen. Nicht, weil es einem langweilig ist, sondern weil man so viele verschiedene Sachen erlebt hat.